Hier ist Ihr Gastgeber Andi. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum Musikparadies. Auch heute melden wir uns wie gewohnt mit guter Stimmung aus der wunderschönen alten Eventfabrik in Waldbronn-Neuroth. Und deswegen begrüße ich ja natürlich auch meine Gäste hier auf das Allerherzlichste und sage ein riesiges Hallo. Du scheinst etwas zu sagen, was ich
ich nicht hören kann. Dann kommst du langsam auf mich zu und die Musik fängt plötzlich an. Dann nimmst du einfach meine Hand und es ist wie Magie, wie durch ein unsichtbares Band spielst du mit meiner Fantasie. Dann nimmst du einfach meine Hand. Lass es geschehen, du berührst damit mein Herz. Er weiß, wie weit wir heute noch gehen. Du siehst mich nur an und die ganze Welt steht still. Unsere Lippen treffen sich und du spürst auch, dass ich es will. Ich fühle mich so verloren. Ich bin so glücklich wie noch nie und die Musik fängt wieder an. Dann nimmst du einfach meine Hand und es ist wie Magie, wie durch ein unsichtbares Band spielst du mit meiner Fantasie. Dann nimmst du einfach meine Hand und ich lass es geschehen. Du berührst damit mein Herz. Wer weiß, wie weit wir heute noch gehen. Ich weiß nicht mehr, wie lang ich dir widerstehen kann. Mein Herz schlägt wild und laut. Die Musik fängt wieder an. Marion Faber, aus Frankfurt, da bist du zu Hause? Ja. Und Musik ist dein Leben, das war dein Lebenstraum? Ja, genau. Und du hast ja auch musikalisch so ja, relativ namhafte Vorbilder. Wer ist das? Helene Fischer sowie auch Andrea Berg. Das sind deine beiden großen Vorbilder. Und wenn man jetzt Helene Fischer, dann kann man sagen, da durftest du sogar einen Konzertbericht schon schreiben? Ja. Hast du also da hautnah erlebt? Was war das für ein Gefühl für dich? Es war unbeschreiblich. Also seitdem ich verfolge sie auf jeden Konzerten, gehe überall hin, gucke, wie sie sich bewegt. Einfach alles. Also sie ist eine super Frau und ich würde auch mal so gerne werden wie sie. Da drücken wir dir die Daumen, dass es klappt. Ja, und du hast jetzt gerade zwei Titel aus deiner Single vorgestellt, aber das Album ist in Arbeit. Das neue Album ist zurzeit in Arbeit, ja. Weiß man schon, wann es ungefähr kommen wird? Nein, ich bin gerade zurzeit in der Produktion. Denn man muss sagen, du hast ja noch gar nicht so lange einen Plattenvertrag, erst seit 2010, gell? Ja, seit März 2010. Und seitdem geht es steil bergauf. Ja. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst. Gib einen Beifall von unserem Publikum für Marion Faber. Meine Damen und Herren, und für Sie zu Hause gibt es jetzt eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Ich verspreche Ihnen aber, dass wir so schnell wie möglich wieder da sind, mit guter Stimmung hier aus der alten Eventfabrik in Waldbronn-Roth zum zweiten Teil vom Musikparadies.